بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا اللهم بارك لنا شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا شعبان وبلغنا رمضان ثم أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meine lieben Geschwister. Wir haben gerade von unserem Bruder Rida die Sura Ash-Shams gehört. Und heute wollen wir auch bi-iznillahi azza wa jal über Surat Ash-Shams sprechen. Und Surat Ash-Shams passt sehr, sehr gut in diese Zeit, in der wir uns befinden. Weil die Zeit, in der wir uns befinden, ist eine Zeit der Vorbereitung. Eine Zeit, in der wir uns läutern und reinigen sollten. Eine Zeit, in der wir uns jetzt auf diesen gesegneten Monat Ramadan vorbereiten sollten. Und Surat Ash-Shams spricht genau dieses Thema an. Und wir wollen uns zunächst erst einmal, insha'Allah ta'ala, diese Sura in der Übersetzung anhören, nachdem wir uns die Sura im Original angehört haben. Und zwar sagt Allah Ta'ala in ungefährer Bedeutung, bei der Sonne und ihrer Morgenhelle und dem Mond, wenn er ihr folgt und dem Tag, wenn er sie erscheinen lässt und der Nacht, wenn sie sie überdeckt und dem Himmel und dem, der ihn aufgebaut hat und der Erde und dem, der sie ausgebreitet hat und einer jeden Seele und dem, der sie zurechtgeformt hat und ihr dann ihre Sittenlosigkeit und ihre Gottesfurcht eingegeben hat, wohlergehen wird es ja jemandem, der sie läutert. Und enttäuscht sein wird ja, wer sie verkümmern lässt. Die Thamud erklärten in ihrer Auflehnung die Botschaft für Lüge, als der Unseligste von ihnen sich erhob. Allahs Gesandter sagte zu ihm, achtet auf Allahs Kamelstute und ihre Trinkzeit. Sie aber bezichtigten ihn der Lüge und so schnitten sie ihr die Sehnen durch. Da schmetterte ihr Herr sie für ihre Sünde nieder und so ebnete er über ihnen die Erde ein und er, also Allah, fürchtet nicht die Folge davon. Surat Ash-Shams. Eine Sura, in der Allah Ta'ala in so unglaublich schöne Art und Weise diesen Kampf zwischen Gut und Böse in der Seele des Menschen, im Innersten des Menschen aufzeigt. Surat Ash-Shams, eine mekkanische Sura, eine jener Suren, in denen es genau darum geht, dass der Mensch sich reinigt, dass der Mensch zu seinem Schöpfer zurückkehrt, dass der Mensch zu seinem Schöpfer zurückfindet. Allah subhanahu wa ta'ala, er hat den Menschen erschaffen und er weiß, was sich im Menschen abspielt. Er kennt diesen inneren Kampf, den jeder Mensch tagtäglich durchmacht. Kein Tag geht auf oder unter, außer dass der Mensch im tiefsten Inneren mit sich selbst beschäftigt ist. Soll er Gutes tun oder soll er Schlechtes tun? Und genau das ist das, was Allah Ta'ala hier in dieser Sura gleich am Anfang, indem er nämlich bei mehreren Gegensätzen schwört, in so schöner Art und Weise aufzeigt. Er beginnt mit dem Gegensatz von Sonne und Mond. An sich sind es ja keine Gegensätze, es sind Geschöpfe Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aber die Sonne steht für was? Die Sonne steht für die Helligkeit des Tages und der Mond, er steht für die Dunkelheit der Nacht.
Und dementsprechend gibt uns Allah subhanahu wa ta'ala diese Gegenüberstellung. وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا. Bei der Sonne und ihrer Morgenhelle und dem Mond, wenn er ihr folgt. Und dann geht es weiter. Allah subhanahu wa ta'ala, er beschreibt es, als würde es immer so weitergehen. وَالْقَمَرِ إِذَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا. Nachdem wieder die Nacht eingebrochen ist, kommt wieder der Tag, der die Nacht erhält. Und dem Tag, wenn er sie erscheinen lässt. Und dann kommt wieder die Nacht, welche den Tag verdunkelt. وَالْلَيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا. Und der Nacht, wenn sie sie überdeckt. Und jetzt kommt es zu einem weiteren Gegensatz wieder. Dieser Gegensatz zwischen hell und dunkel. وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا. Und dem Himmel und dem, der ihn aufgebaut hat. وَالْأَرْضِ وَمَا طُحَاهَا. Und der Erde und dem, der sie ausgebreitet hat. Also Allah subhanahu wa ta'ala, er zeigt uns auf, der Mensch durch diese Schwüre, der Mensch, er befindet sich immer wieder zwischen diesen beiden Gegensätzen. Sonne und Mond, Tag und Nacht, Himmel und Erde. Das sind Sinnbilder für das Gute und das Schlechte. Auch wenn es sich hierbei um Geschöpfe Allah subhanahu wa ta'ala handelt. Aber Allah subhanahu wa ta'ala, er will uns darauf hinweisen, was im Menschen abspielt. Und dass Allah ta'ala die Dinge in Gegensätzen erschaffen hat. Und dann, nachdem Allah Ta'ala diese sechs Schwüre gemacht hat, schwört er plötzlich bei einer Sache. Und welche Sache ist das? Es ist die Seele des Menschen. Das, was den Menschen ausmacht. Das, was den Menschen so besonders macht. Indem nämlich Allah Subhanahu wa Ta'ala sagt, وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. Und einer jeden Seele und dem, der sie zurechtgeformt hat. Allah Ta'ala, er hat all dies erschaffen und er hat auch die Seele des Menschen erschaffen. Und er hat in die Seele des Menschen genau diese Gegensätze gelegt. Die ganze Zeit schwört Allah Subhanahu wa Ta'ala bei Gegensätzen und jetzt schwört er nur noch bei was? Bei der Seele. Und zeigt uns auf, dass in der Seele diese Gegensätze miteinander vereint werden. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا. Und jetzt schwört Allah Ta'ala bei der Seele und zeigt uns auf, dass diese Gegensätze in der Seele vereint sind und dass der Mensch sich immer in diesem fortwährenden Kampf befindet, genauso wie Tag und Nacht, Sonne und Mond sich immer wieder abwechseln, befindet sich auch der Mensch genau in diesem fortwährenden Kampf zwischen dem Guten und zwischen dem Bösen, indem nämlich jetzt Allah subhanahu wa ta'ala sagt, فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Und ihr dann ihre Sittenlosigkeit und ihre Gottesfurcht eingegeben hat. Die Frage, die sich jetzt stellt, ist, bevor wir weitermachen an dieser Stelle, warum Allah subhanahu wa ta'ala hier den Fujur vor der Taqwa erwähnt hat. Was würdet ihr sagen? Was ist der Grund, warum Allah an dieser Stelle die Sittenlosigkeit, den Frevel vor dem Gottesbewusstsein erwähnt hat? Weil wir hatten doch schon sehr, sehr häufig, dass Allah Ta'ala eigentlich immer zuerst das Gute im Menschen sieht und dann das Schlechte. Warum gerade an dieser Stelle erst das Schlechte und dann das Gute? Es muss ja einen Grund haben. Es muss ja in irgendeiner Weise einen Grund geben, warum Allah Subhanahu wa Ta'ala das macht. Und es hängt damit zusammen, an wen diese Sure gerichtet ist. Diese Sure ist gerichtet an die Quraysh. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er möchte die Quraysh in dieser Sure warnen. Und deswegen kommt gleich im zweiten Teil dieser Sure ein Beispiel von einem Volk, welches die Sittenlosigkeit und welches dem Frevel und welches die Gottlosigkeit vor das Gottesbewusstsein und das gute Handeln gestellt hat.
nämlich das Beispiel der Thamud. Also in dieser Sure geht es eigentlich darum, dass Allah subhanahu wa ta'ala hier das Volk der Thamud, das Volk der Quraysh, das Volk unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam in gewisser Weise warnen möchte. Und da sie die ganze Zeit die Gottlosigkeit und die Sittenlosigkeit und den Fujur vor das Gottesbewusstsein gestellt haben, beginnt hier Allah subhanahu wa ta'ala mit dem, was sie selbst vorangestellt haben. Er beginnt mit der Sittenlosigkeit. Und dann zeigt uns aber Allah subhanahu wa ta'ala auf, dass derjenige, der jetzt sich reinigt, und hier kommt wiederum was? Das Gute im Menschen, dass derjenige, der sich reinigt, und jeder kann sich reinigen, und Allah ta'ala, er hat Hoffnung in dem Menschen, obwohl sie selbst hier die Sittenlosigkeit vorangestellt haben und in den Vordergrund gestellt haben, dass derjenige, der sich läutert und reinigt und versucht, Allah näher zu kommen, trotz alledem zu den Erfolgreichen gehört. Das heißt, jeder Mensch, selbst derjenige, der vorsätzlich Schlechtes tut, der vorsätzlich sündigt, der sich vorsätzlich vom Wege Allahs abwendet, hat die Möglichkeit, zu seinem Schöpfer jederzeit zurückzukehren und gehört dann trotz alledem zu den Erfolgreichen. Und deswegen, Allah beginnt zuerst mit ihrer Tat und dann zeigt er auf, ich habe Hoffnung in euch und ihr könnt jederzeit, oh meine Diener, bereuen und zu mir zurückkehren. Und deswegen, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. Wohlergehen wird es ja jemandem, der sie läutert, die Seele, sein Inneres läutert. Und dann erst, وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Und enttäuscht sein wird ja, wer sie verkümmern lässt. Schaut euch mal an, wie genau der Koran ist. Wie schön diese Abfolge ist. Wie uns Allah Ta'ala Hoffnung macht. Selbst demjenigen, der eigentlich sich immer wieder abgewandt hat von Allah subhanahu wa ta'ala. Allah macht ihm Hoffnung und sagt zu ihm, oh mein Diener, du kannst zu mir zurückkehren jederzeit, egal was du getan hast. Du hast die Möglichkeit, dich zu läutern und dich zu reinigen und sei dir sicher, du wirst zu den Erfolgreichen gehören. Und ich werde meine Hoffnung in dich niemals verlieren. Bis zum letzten Atemzug gebe ich dir die Möglichkeit zu bereuen. Bis zum letzten Atemzug. Und deswegen schaut mal, was Allah ta'ala im Koran sagt. Immer wieder macht er seinen Dienern Hoffnung. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ. O meine Diener, die ihr gegenüber euch selbst ausschweifig gewesen seid, gegenüber euch selbst ungerecht gewesen seid, also indem ihr gesündigt habt. لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ. Verzweifelt nicht an der Barmherzigkeit Allahs. إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. Allah, er vergibt alle Sünden. Mein Diener, egal was du gemacht hast, egal wie schlecht du gehandelt hast, egal wie oft du meine Grenzen überschritten hast, du kannst immer zu mir zurückkehren. Und ich werde dir vergeben, mein Diener. La taqnatu min rahmatillah. Ja, es ist sogar eine Sünde. Und es ist eigentlich die größte Sünde, die du begehen kannst, dass du an meiner Barmherzigkeit zweifelst. Oder verzweifelst. La taqnatu min rahmatillah. Und deswegen, was sagt Allah Ta'ala über diejenigen, die an der Barmherzigkeit Allahs verzweifeln? Was sagt Allah im Koran? Hä? Ja, was sagt er genau? Der gesamte Vers? وَلَا يَقْضَتُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ. Und nur das ungläubige Volk, was Allah nicht kennt, verzweifelt an der Barmherzigkeit Allahs. Jemand, der Allah kennt, wird nicht verzweifelt an der Barmherzigkeit. Der wird immer wissen, Allahs Barmherzigkeit hat seinen Zorn eingeholt. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Meine Barmherzigkeit hat meinen Zorn eingeholt. Der weiß das ganz genau. Der kennt seinen Schöpfer. Er macht immer wieder Fehler, aber er kennt seinen Schöpfer. Und kehrt deshalb zu Allah subhanahu wa ta'ala zurück. Wie barmherzig ist doch Allah. Wie schön doch unsere Religion ist, wenn wir doch nur wüssten, das auch an die Menschen so zu vermitteln. Wieso schafft es jemand wie Hamid Abdus-Samad, unseren Glauben so zu verunglimpfen, dass die Menschen das auch glauben? Ihr wisst ja, andauernd gibt es irgendwelche Talkshows, jetzt mittlerweile auch mit einigen Professoren der islamischen Theologie.
Es ist ja ein Buch herausgegeben worden, zwischen, wo es eine Debatte gibt zwischen Hamid Abdussamad und zwischen Mohammed Khurshid, dem Professor für islamische Theologie oder Religionspädagogik, ich weiß nicht genau, wie der Studiengang heißt, in Münster. Ja? Wo was am Ende immer wieder behauptet wird, seitens Hamid Abdussamad? Ja? Der Islam ist eine Religion, die man nicht reformieren kann. Der Islam ist eine Religion der Grausamkeit. Ja? Es gibt einen Geburtsfehler im Islam und weiß ich nicht was. Alles Schlechte ist im Islam vereint. Alles Schlechte ist im Islam vereint. Gibt es was Positives? Nein, es gibt nichts Positives. Das einzig Positive ist, dass seine Oma gebetet hat. Das fand er ganz toll. Na super. Ich bin mir sicher, seine Oma, ich weiß nicht, ob sie noch lebt, ja? Aber wenn sie noch leben, sollen sie nicht mehr leben, sonst würde sie sich im Grab umdrehen. Ja, über das, was er über ihre Religion sagt. Oder Hezbollah. Ja? Die würde sich im Grab umdrehen. Ja? Und wenn sie noch leben sollte, dann würde sie ihn wahrscheinlich verfluchen deshalb. Ja, weil ganz ehrlich, jemand, der so über deinen eigenen Glauben redet, was würdest du von ihm noch sagen, ganz ehrlich? Ja? Möge Allah uns davor bewahren. Und deswegen, ich meine, wie schaffen es diese Leute, so überzeugend zu wirken, wenn sie sagen, der Islam ist eine Religion der Grausamkeit? Wenn ich mir die Kommentare immer anschaue auf Facebook, ja, oder unter Artikeln, die er geschrieben hat oder wo über ihn gesprochen wird, ist schlimm. Es ist unglaublich. Man kann das gar nicht zu Ende lesen. So schlimm sind die Kommentare. Man wird depressiv regelrecht, wenn man das liest. Keine Lust mehr. Der Grund ist, dass wir Muslime es nicht geschafft haben, unseren Glauben so zu präsentieren, wie er ist. Das ist leider so. Wann immer auf der Kanzel, und das müssen wir einfach auch mal benennen, uns der Imam, ja, nicht in allen Moscheen, aber in einigen Moscheen, das müssen wir auch sagen, manche Imame, nicht alle Imame, ich glaube, die Mehrheit ist anders, aber einige Imame nichts anderes kennen als immer, möge Allah die und die und die und die verfluchen. Was ist das? Ja? Unser Prophet, sallallahu alaihi wasallam, er hat gesagt, ja, ich bin nicht entsandt worden als jemand, der verflucht, sondern ich bin entsandt worden als eine Barmherzigkeit. Das ist ganz wichtig. Wie präsentieren wir unseren Glauben? Wie bringen wir unseren Glauben unseren Kindern bei? Den Gläubigen bei? Das sind wichtige Aspekte und dementsprechend, wir stecken in einer Krise. Und das ist der Grund, weshalb solche Leute, solche Hetzer, es schaffen, permanent gegen unseren Glauben zu hetzen und den Anschein zu erwecken, als hätten sie recht. Warum? Weil es leider viele Muslime gibt, die so handeln und die so denken und die solch ein Gottesbild haben oder vermittelt bekommen haben von der vorherigen Generation. Und demnach, Allah Ta'ala, er macht uns immer wieder Hoffnung. Allah Ta'ala, er stellt die Barmherzigkeit in den Vordergrund. Allah Ta'ala, er sieht das Gute in dir. Er reicht dir die Hand, damit du zu ihm zurückkehrst und bereust und ein guter, aufrichtiger Mensch wirst. Weil was ist denn Zakkaha? Was bedeutet denn Zakkaha? Zakkaha bedeutet, dass du dich nicht nur reinigst. Nein, viele beschränken Zakkaha, davon wird das Wort Tazkir abgeleitet, nur auf was? Nur auf das sich innerliche Läutern. Das ist nur ein Begriff, eine Bedeutung, eine Konnotation dieses Begriffes. Aber es gibt noch einen ganz wesentlichen anderen Bedeutungsteil dieses Wortes. Dieses Wort Tazkir, Zakka, läutern, beinhaltet zwei wichtige Bedeutungsnuancen. Einmal, dass ich mich reinige, dass ich beispielsweise dieses Glas Wasser hier sozusagen auskippe, dass es ganz rein ist oder dass ich nur reines Wasser habe. Und dann kommt etwas ganz Wichtiges hinzu. Was ist es denn? Was ist denn die Grundbedeutung von Zakah? Zakah, das wir zahlen, das ist genau dieselbe Wortwurzel. Wenn wir von Zakah sprechen, sprechen wir von einer Pflichtabgabe, oder? Was ist denn die Grundbedeutung von Zakah? Auf der einen Seite, ja, Tathir, dass ich etwas reinige, mein Vermögen reinige. Und was ist die andere Bedeutung von Zakah? Löschung. Löschung? Nein. Al-Zakah, Kalimat al-Zakah, laha ma'nayan. Al-Ma'na al-Awwal huwa Tathir, ja, für die Araber jetzt unter uns. Ja? Damit die vielleicht auch mit dran sich beteiligen, weil sie ja die Sprache besser kennen. Ja? Die erste Bedeutung ist Reinigung. Was ist die zweite Bedeutung? Tafdil? Tafdil? La. Tafdil heißt Bevorzugenheim. Ja. Nein? Ja, barakallahu fik. An-Namaa.
Tanmiya. Zakkaha aynammaha. Dass etwas wächst. Das heißt, bei Tazkiya geht es nicht nur darum, dass ich mich innerlich reinige von meinen Sünden. Nein! Das bedeutet auch, dass ich mich zu einem besseren Menschen entwickle. Sobald ich eine schlechte Charaktereigenschaft abgelegt habe, kommt eine gute Charaktereigenschaft hinzu. Ich werde zu einem aufrichtigen Menschen. Ich bin nicht ein Mensch, der sich zurückzieht, sondern ich bin ein Mensch, der wächst durch die Tazkiya. Sein Charakter wächst. Er wird charakterstark. Er eignet sich positive Eigenschaften an. Das ist ein langwieriger Prozess, es kommt nicht von einem Moment auf den anderen. Aber am Ende dieses Tazkiya-Prozesses bin ich ein ganz anderer Mensch. Und deswegen guckt euch mal, subhanallah, schaut euch mal die Sahaba radhiyallahu anhum an. Meint ihr, das waren alles, das waren ganz normale Menschen wie wir. Ganz normale Menschen wie jeder von uns hier. Wie haben sie es geschafft, zu diesem Vorbild heranzuwachsen, sodass wir heutzutage uns diese Menschen zu Vorbildern nehmen? Wie kam es dazu, dass sie plötzlich zu einer Generation wurden, die sich so nicht wiederholt hat in der islamischen Geschichte? Der Grund ist, dass durch diese Tazkiya, dadurch, dass der Islam kam, sie gereinigt hat, sie sich Eigenschaften angeeignet haben, die sie zu diesem Vorbild gemacht haben, was heutzutage versuchen alle anderen Muslime nachzuahmen. Ich meine, man muss sich ja vorstellen, aus einem einfachen Stamm. Es ist ein einfacher Stamm gewesen, die Quraysh, ein einfacher arabischer Stamm, dessen Wirkung nicht über die arabische Halbinsel hinausging. Ja, sie waren bekannt gewesen dafür, dass sie die Hüter der heiligen Städte sind, ja, aber mehr war auch nicht bekannt gewesen. Und deswegen findet man kaum in alten Büchern irgendetwas über Mekka. Warum? Weil das war eine Gebetsstätte für die Araber gewesen, nicht mehr. Und jetzt schaut mal, in wenigen Jahren wird aus diesen einfachen Leuten, die nur Handel betrieben haben und vielleicht noch Kamele gehütet haben, wird aus diesen einfachen Leuten ein Volk, eine Gemeinschaft, muss man sagen, welche die gesamte Welt angeführt hat und deren Wirkungskraft in die gesamte Welt hinausstrahlt. Wie hätten sie sonst diese Kultur gründen können? Ich meine, jemand, der nichts hat, wie will er denn bitte schon eine Kultur gründen, eine Zivilisation? Wie soll das denn bitte schon gehen? Man sieht es, ich gebe euch ein Beispiel heutzutage. Wir haben viele Völker, die von einem Tag auf den anderen reich geworden sind. Von einem Tag auf den anderen reich geworden sind. Aber du merkst, dass es nur das Geld ist, was sie ausmacht. Und dementsprechend erreichen sie nicht wirklich etwas. Das Einzige, was sie haben, ist Geld, aber nicht mehr. Und genau darüber spricht unser Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, über die Ashratus Sa'a, über die sogenannten Zeichen des jüngsten Tages, in dem nämlich der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, sagt, وَأَنْتَرَ الْحُفَاتَ, als er gefragt wurde von Jibril, alaihi salam, und was sind denn die Amaratus Sa'a, also die Zeichen der Stunde. Und dann sagte der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, er nennt zwei Dinge. Und eines, وَأَنْتَرَ الْحُفَاتَ الْعُرَاتَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّائِ يَتَطَوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ. Guck mal, wie genau die Beschreibung des Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, ist. Es ist unglaublich. Und dass du die Ar-Ru'ah, وَأَنْتَرَ الْحُفَاتَ الْعُرَاءَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّائِ. Und dass du die Barfüßigen, وَأَنْتَرَ الْحُفَاتَ, Al-Ura, die Nackten, die kaum was anhaben. Kaum was am Körper haben, weil sie sich nichts leisten können. Al-Ala, die von anderen abhängig sind. Wisst ihr, nur damit wir das wissen jetzt, dass früher, vor zwei Jahren, als ich in Mekka war, haben wir einen ganz alten Mann getroffen. Der war mindestens 80 Jahre alt gewesen. Und er hat uns erzählt, wie es früher in Mekka und Medina gewesen war. Er meinte, früher gab es hier so gut wie gar nichts. Wenn wir irgendwie exotische Früchte haben wollten, dann mussten wir auf die Pilger warten, weil sie haben alles mitgebracht. Und die haben dann hier gekocht. Die haben ihn in Medina getroffen, kann ich mich doch erinnern. Ja, er meinte, da gab es überhaupt nichts. Ja? Ja, wir mussten alles sozusagen immer auf die Pilger warten und die haben dann immer alles mitgebracht. Ja, subhanallah, das ist natürlich auch eine Form von Rizq, wie es Allah Ta'ala versprochen hat, dass der Rizq kommt, ja, an einem Ort, wo es eigentlich überhaupt nichts gibt, ja, keine Pflanzen gibt, gar nichts gibt, ja, Allah Ta'ala schickt diesen Rizq,
Ja? Aber vorher gab es das alles nicht. Und plötzlich von einem Moment auf den anderen, ja, hast du alles. Auch in den Golfstaaten beispielsweise. Plötzlich von einem Moment auf den anderen, mit dem Ölboom, plötzlich sind sie reich. Leute, die sich nur um ihre Schafe kümmern, um ihre Ziegen kümmern. Plötzlich von einem Moment auf den anderen. Was heißt denn yatatawalun? Was bedeutet denn das genau? Yatatawalun. Wettstreiten. Nicht einfach nur sie erhöhen die Bauten, sondern sie wetteifern im Erhöhen der Bauten. Allahu Akbar. Ja, und genau das geschieht ja. Ja, Burj Khalifa, weiß ich nicht, dort. Selbst in Mekka, ja, haben wir ja, diesen großen ja, Zamzam Tower. Ja, unglaublich. Ja, die höchsten Gebäude werden dort gebaut. Und trotz alledem, wie ist die Wirkungskraft? Haben wir wirklich das Gefühl, dass sie eine neue Zivilisation gegründet haben? Nein, dieses Gefühl ist nicht vorhanden, das ist auch nicht bei den Menschen vorhanden. Das ist nichts gegen die Menschen dort, die dort leben. Ja, das sind, Alhamdulillah, Muslime, alles, aber worauf ich hinaus möchte ist, da fehlt etwas. Das, was die Sahaba hatten kein Geld. Aber sie haben eine Zivilisation innerhalb von wenigen Jahrzehnten gegründet, welche bis in unsere heutige Zeit immer noch anhält, wo wir sagen, oh, die Tage von Qurtuba und die Tage von Baghdad, ja. Wer hat das dann gegründet? Das waren Muslime gewesen, die sich gereinigt haben. Generationen, die nicht nur einfach gebetet und gefastet haben, sondern die durch diese Teskir ganz andere Menschen geworden sind, die diese Amane auch tragen konnten, die dieser Verantwortung gerecht werden konnten. Und das ist das, was wir wollen, meine lieben Geschwister im Islam. Wir wollen diese wahre Teskir. Wir wollen andere Menschen werden. Wir sollen wirklich große Menschen werden. Und das können wir. Durch die Teskir kannst du das erreichen, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester. Du kannst mehr erreichen, als du glaubst durch die Teskir. Mehr erreichen, als du glaubst. Du wirst nicht jemand, der zurückgezogen ist. Nein, du wirst jemand, der plötzlich Verantwortung tragen kann. Der seinen Verantwortungen gerecht werden kann. Das ist das, was die Teskir in dir bewirkt. Du wirst plötzlich deine Herausforderungen ganz anders meistern, als du es vorher getan hast. Das ist das, was die Teskir bewirken muss. Wenn sie das nicht bewirkt, dann stört irgendetwas an deiner Teskir nicht. Dann hast du sie nicht richtig angepackt. Dann hast du sie nicht richtig verstanden. Das heißt nicht, dass du keine Probleme in deinem Leben haben wirst. Nein. Manche glauben und verwechseln, ah, wenn ich jetzt bete und wenn ich Gutes tue, werde ich keine Probleme haben. Wer sagt das? Wer sagt das, dass du keine Probleme haben wirst? Es kann sogar sein, dass Allah dich mit noch mehr Problemen prüfen wird. Das ist genau die Sache, die wir verstehen müssen. Ja? Es kann sein, dass Allah dich mit noch mehr Problemen prüfen wird. Ja? Und deswegen sagt unser Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, wie wir wissen, ja? Ashaddu an-nasi al-anbiya. Die Menschen, die Allah am meisten prüft, sind die Propheten. Thumma al-amthal fil-amthal. Und dann diejenigen, die am ähnlichsten sind. Und dann diejenigen, die am ähnlichsten sind. Du kannst Probleme bekommen. Ja? Aber du wirst sie ganz anders meistern. Durch die Taskir, als wenn du diese Taskir nicht betreibst. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns, wie gesagt, ja, diese Taskir, so wie es Allah von uns verlangt, auch wirklich durchführen lassen. Und deswegen, Allah sagt, qad aflah. Aflah, das heißt, er ist erfolgreich in jeder Hinsicht. Er ist nicht nur im diesseitigen Leben erfolgreich. Er ist erfolgreich im jenseitigen Leben, meine ich. Er ist erfolgreich im jenseitigen Leben und im diesseitigen Leben. Weil er durch die Teskir sich diese Eigenschaften angeeignet hat. Jemand, der Teskir betreibt, der wird geduldig sein. Und er wird nicht nur in Bezug auf die Religion geduldig sein, sondern der wird auch in Bezug auf andere Lebenssituationen geduldig sein. Jemand, der Teskir betreibt, der wird standhaft sein. Nicht nur in Bezug auf die Religion, sondern auch in anderen Situationen des Lebens. Jemand, der Teskir betreibt, der wird wahrhaftig sein in jeder Hinsicht. Und das sind Eigenschaften, die dich zu einem besonderen Menschen machen. Auch in Augen der anderen Menschen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns dies erreichen lassen, ya Rabbil Alamin. Qad aflaha man zakkaha. Und umgekehrt. Wa qad khaba man dassaha. Und enttäuscht sein wird der, wer sie verkümmern lässt.
Und enttäuscht sein wird der, wer sie verkümmern lässt. Derjenige, der seine Neigungen freien Lauf lässt. Derjenige, der nicht bereit ist, Mujahedat und Nefs zu machen. Sich anzustrengen gegen seine Seele. Es ist ein Kampf, wie gesagt. Es ist immer dieser Kampf, weil Allah, wie er es gesagt hat, er hat beides eingegeben. Und du wirst immer, bis zum letzten Moment deines Lebens, auch diesen Kampf austragen. Und ihr kennt diese schöne Anekdote von Imam Ahmed ibn Hanbal, als er auf seinem Todesbett lag. Und dann der Shaitan zu ihm kam und ihm sagte, Najaut, du bist jetzt gerettet. Und er sagte, nein, sei ruhig, du Feind Allahs. Ich bin erst gerettet, wenn ich diese Dunya verlassen habe. Ja, weil solange ich auch in dieser Dunya bin, kannst du mich doch in irgendeiner Weise, ja, von meinem richtigen Weg abbringen. Oder von dem Weg abbringen, auf dem ich mich gerade befinde. Und dementsprechend, dieser Kampf wird bis zum Ende deines Lebens gehen. Es wird niemals so sein, dass du das Gefühl hast, ah, Alhamdulillah, jetzt brauche ich mich nicht mehr anzustrengen. Du wirst dich anstrengen müssen. Aber umso mehr du dich anstrengst, desto mehr wirst du dich entwickeln. Und desto leichter wird es dir auch fallen, den Versuchungen des diesseitigen Lebens zu widerstehen. Und desto leichter wird es dir auch fallen, deine Hawa, deine Neigung zu kontrollieren. Und du wirst deine Seele dementsprechend auch nicht verkümmern lassen. Und unser Prophet, sallallahu alaihi wasallam, er hat immer wieder einen Dua gemacht, der auch auf diese Verse bezogen ist. Wie es Imam Muslim und ebenfalls Imam Ahmed überliefert haben. Ein Teil dieses Duas, den machen wir auch immer wieder hier. Und zwar sagt unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, in einer Version heißt es, dass er immer wieder, während er im Sujud gewesen ist, Folgendes gesagt hat, wie es Imam Ahmed ibn Hanbal überliefert. Entschuldigt, erstmal, er wird von Ibn Abi Hatim überliefert, dass Abu Huraira sagte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat den Vers gelesen, فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Und dann sagte er, اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Was heißt das? O Allah, gib meiner Seele ihre Gottesfurcht. Guck mal, wie das ausgedrückt wird. Ihre Gottesfurcht. So als wäre die Gottesfurcht Teil einer jeden Seele. Das heißt, Allah Ta'ala hat es in dich gelegt. Du hast die Möglichkeit, gottesfürchtig zu sein. Du hast die Möglichkeit, dieses Bewusstsein zu erlangen. Sag niemals, ich kann nicht. Du kannst. Allah hat es dir eingegeben. Sowohl das Gute als auch das Schlechte. Also behaupte nicht, ich kann nicht. Die Sache ist nun die, willst du oder willst du nicht? Können ja. Aber willst du oder willst du nicht? Keiner kann sagen, ich kann nicht. Es ist eine Frage, die dir überlassen ist. Eine Entscheidung, die du alleine treffen musst. Allahumma ati nafsi taqwaha. O Allah, gib meiner Seele ihr Gottesbewusstsein. Wa zakkiha anta khayru man zakkaha. Und reinige sie, weil du bist der Beste, der sie reinigt. Und hier ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt, auf den uns unser geliebter Prophet sallallahu alaihi wasallam hier aufmerksam macht. Und zwar, ich als Muslim stütze mich bei meiner Reinigung und meiner Erläuterung immer auf wen? Auf meinen Schöpfer. Und ich weiß ganz genau, ich alleine werde diesen Weg nicht beschreiten können, sondern ich brauche die Unterstützung von Allah. Und deswegen werde ich immer meine Hände heben und sagen, oh Allah, gib mir die Kraft dazu. Und wenn ich dann irgendwann einmal, Alhamdulillah, mich positiv entwickeln sollte, dann werde ich nicht von oben auf die anderen Menschen, die es nicht geschafft haben, herabschauen, sondern ich werde immer dankend auf mich zurückblicken und sagen, Alhamdulillah, dass Allah Ta'ala mir die Kraft gegeben hat, mich zu reinigen und mich vor dem bewahrt hat, womit er andere Menschen geprüft hat. Und die größte Prüfung ist die Prüfung in der Religion. Die größte Prüfung ist die Prüfung in der Religion. وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا. Und lass unser Unglück niemals in unserer Religion sein. Ja, du, wenn du ein Unglück hast in Bezug auf deinen Körper, in Bezug auf deine irgendetwas Weltliches, das ist alles kein Problem. Aber wenn es auf deine Religion bezogen ist, dann ist es etwas Schlimmes. Möge Allah uns davor bewahren. وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا. Du bist ihr Wali und ihr Maula. Was heißt Wali und Maula? Wali und Maula heißt wie Schutzherr. Du bist ihr Schutzherr. Du bist derjenige, der sich um sie kümmert.
In einer anderen Überlieferung heißt es, wie es von Imam Ahmad überliefert wird, von Aisha radiallahu anha, dass sie eines Nachts den Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht neben sich gefunden hat. Das heißt, sie haben ja sozusagen im Zimmer geschlafen, auf einer Art, das war eher sozusagen, es war kein Bett gewesen, es war einfach nur eine Matratze gewesen, auf der sie geschlafen haben. Und sie steht dann in der Nacht auf und sucht nach ihrem Ehemann, wo er ist. Sie kann ihn aber nicht finden. Und dann hat sie dann so getastet, weil es wahrscheinlich dunkel war, und sie merkt, dass er sich gerade im Sujud befindet. Der Raum war sehr klein gewesen und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gerade Sujud gemacht. Und dann sagte er, sie hörte ihn sagen, Rabbi a'ti nafsi taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahu akbar. Selbst im Sujud, in der Nacht, hat unser geliebter Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam diese Worte aufgesagt. Wenn er das sagt, wie sehr sind wir auf dieses Dua angewiesen? Wie wichtig es ist, dass wir uns anstrengen, dass wir immer wieder Allah bitten, dass er uns die Kraft gibt zur Tazkiyah. Und jetzt kommt Ramadan. Jetzt kommt Ramadan, meine lieben Geschwister im Islam. Wallah, wir haben die Möglichkeit, uns zu reinigen. Allah, er hat uns diese Monate nur gegeben, damit wir immer wieder zu ihm zurückkehren. Allah weiß allein, wie viele Sünden wir begangen haben. Jeder kennt seine Sünden am besten. Nimm das jetzt zum Anlass, um zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückzukehren und dich von deinen Sünden zu reinigen und zu wachsen mit dieser Reinigung. In einer anderen Überlieferung bei Imam Ahmed und Muslim von Zayd ibn Arqam wird überliefert, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yaqul, auch ein sehr, sehr schöner Dua, Allahumma inni a'udhu bika min al-ajzi wal-kasal wal-harami wal-jubn والبخل وعذاب القبر. O Allah, ich suche Zuflucht bei dir vor Unvermögen und Faulheit und vor Haram. Mit Haram ist hier das Alter gemeint, wo ich im Grunde genommen nicht mehr Herr über mich selbst bin, also sozusagen, dass ich senil werde. Ja, wal haram wal jubn, dass ich sozusagen senil werde. Ja, und jubn, das heißt, dass ich feige bin. Wal bukhli wa azab al qabr, und vor Geiz und vor der Strafe im Grab. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Dann kommt das und dann sagte er, Allahumma inni a'udhu bika min qalbin la yakhsha. O Allah, ich suche Zuflucht bei dir vor einem Herz, was nicht Khushu' empfindet, was nicht mit Demut erfüllt ist, wa min nafsin la tashba', und vor einer Seele, welche nicht genug bekommt, welche immer gierig ist, wa ilmin la yanfa', und einem Wissen, was keinen Nutzen hat, wa da'watin la yustajabu laha, und einem Bittgebet, welches nicht erhört wird. Also wir sehen, unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat sich immer wieder auf diesen Vers bezogen, und von Zayd ibn Arqam wird dann überliefert, dass er sagte, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuallimuna hunna wa nahnu nuallimukumuha. Ja, und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat uns diese Worte beigebracht, diese Bittgebete beigebracht, und wir bringen euch jetzt diese Bittgebete bei. Lasst uns versuchen, insha'Allah ta'ala, das ebenfalls immer wieder in unseren Bittgebeten aufzusagen. Merkt euch dieses Dua, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ist auch nicht so schwer. Ja, das findet ihr sicherlich auch, glaube ich, im Husn Muslim. Wenn nicht, ja, ich kann euch gerne insha'Allah ta'ala das aufschreiben. Dann könnt ihr das auch bi'iznillahi azza wa jal auswendig lernen und immer wieder aufsagen, dieses schöne Dua, was wir auch fast jeden Donnerstag immer in unserem Unterricht hören. Und jetzt, nachdem Allah ta'ala über den Menschen gesprochen hat und diesen Kampf zwischen Gut und Böse im Inneren des Menschen aufgezeigt hat, gibt uns jetzt Allah Ta'ala in dieser Sura ein Beispiel für ein Volk, welches seine Seele verkümmern ließ. Ein Volk, welches seine Seelen verkümmern ließ. Und er zeigt uns hier jetzt ein extremes Beispiel auf. Von Menschen, welche keine Grenzen kannten. Um uns zu sagen, oh Mensch, O Sohn Adams, wenn du deine Seele verkümmern lässt, dann wirst du irgendwann einmal so weit gehen, dass du keine der Grenzen Allah subhanahu wa ta'ala einhalten wirst. Sei dir dessen sicher. Du wirst keine Moral mehr kennen. Du wirst nur noch das tun, was dir ganz persönlich Nutzen bringt. Und alles andere wird dir egal sein.
Und deswegen gibt uns Allah Ta'ala jetzt das Beispiel vom Volk der Thamud. Wer ist das Volk der Thamud gewesen? Welcher Prophet wurde zu ihnen geschickt, zum Volk der Thamud? Welcher Prophet? Salih. Jazakallahu khairan. Der Prophet Salih alayhi salam. Wo hat denn das Volk der Thamud gelebt? In welcher Region? Was würdet ihr sagen? Wo hat das Volk der Thamud gelebt? Genau, im Süden Jordaniens, also im Norden der arabischen Halbinsel. Und deswegen, dieser Ort wird auch Hijr genannt. Hijr. Und deswegen werden sie auch als Ashab al-Hijr bezeichnet. Die Leute des Hijrs. Ja, das ist die Region, in der sie lebten. Und sie haben unter anderem was? Sie haben unter anderem in Felsen dann ihre Wohnungen eingemeißelt. Und auf jeden Fall, damit wir jetzt das nicht zu sehr in die Länge ziehen, Allah subhanahu wa ta'ala, er hat zu ihnen einen edlen Propheten gesandt. Den Propheten Salih. Interessant ist, diesen Propheten, den finden wir nicht im Alten Testament. Die meisten Propheten, die wir kennen, auch im Koran, sind Propheten, die wir auch im Alten Testament wiederfinden. Aber es gibt mindestens zwei Propheten, welche wir im Alten Testament gar nicht finden. Welche beiden Propheten sind das? Ja, das sind, also sagt mindestens zwei, ja, aber es sind eigentlich mehr, ja. Also eigentlich sind es vier Propheten, kann man sagen. Shu'aib, richtig. Dann Salih. Und was ist der vierte, der dritte? Ich würde jetzt sagen Khidr. Nein. Okay, wenn er ein Prophet ist, dann wird er auch nicht erwähnt, ja. Welcher dritte Prophet wird noch nicht im Alten Testament erwähnt? Es handelt sich um einen arabischen Propheten. Nochmal? Nein, es ist kein Prophet, es ist ein Hakim gewesen. Ayub? Hiob wird im Alten Testament erwähnt. Es ist sogar eine Sura nach ihm benannt worden. Sura Nummer 11. Hud alayhi salam. Hud zu Ad. Salih zu Thamud. Und dann gibt es noch einen vierten. Nein. Welcher Prophet wird doch nicht erwähnt? Ich bin mal gespannt, wer das rausbekommt. Der ist im Koran, aber der wird nicht im Alten Testament erwähnt. Unser Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, barakallahu alaihi wa sallam. Obwohl, das ist eigentlich falsch, eigentlich wird er erwähnt. Ja, das habe ich euch in die Irre geführt. Also er wird eigentlich erwähnt, aber wie gesagt, zumindest wird behauptet, dass er nicht erwähnt wird. Ja? Aber gut, ja? Es sind sozusagen vier arabische Propheten, ja? Und Salih, Hud, Shu'aib und unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, wie es auch aus seiner Überlieferung hervorgeht. Und auf jeden Fall, das Volk der Thamud ist ein bekanntes Volk, ist auch historisch nachgewiesen, dass es dieses Volk wirklich gegeben hat. Es ist nicht so, dass es jetzt sozusagen etwas ist, wo man sagt, das gab es nicht, das kann man historisch nachweisen, durch Ausgrabung hat man es herausgefunden, dass es solch ein Volk gegeben hat. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er hat Salih geschickt. Und es gab immer ein Hin und Her zwischen Salih und seinem Volk. Es gab einige, die geglaubt haben, aber die Reichen und die Adligen im Volk haben nicht geglaubt. Und am Ende haben sie gesagt, schickt zu uns ein Zeichen. Und was ist dieses Zeichen gewesen? Die Kamelstute. Was ist das mit der Kamelstute? Woher kam diese Kamelstute? Sie haben gesagt, wenn du wirklich ein Prophet bist, dann lasst uns aus dieser Felswand eine Kamelschulter herauskommen. Das war ihre Herausforderung gewesen. Völlig bekloppt eigentlich, wenn man darüber nachdenkt. Ja? Völlig unsinnig. Ja? Aber sie haben darauf bestanden. Wenn du wirklich ein Prophet bist, dann lass uns jetzt, ja? Kamele kannten sie, das waren sozusagen edle Tiere gewesen. Ja? Und dann sagten sie, hier bitte, aus dieser leblosen Felswand wollen wir jetzt mit unseren eigenen Augen eine Kamelschulter herauskommen sehen. Sie meinen, er hat sie gewarnt. Wenn ihr das wirklich bekommt, und dann nicht glaubt, dann wird Allah Ta'ala euch vernichten. Ja, das ist dann ein klares Zeichen. Ja, ein deutliches Zeichen. Sie haben es darauf ankommen lassen. Und es kam die Kamelstute. Und sie haben trotzdem nicht geglaubt. Einige haben geglaubt, die meisten haben nicht geglaubt. Und dann hat Allah sie geprüft mit dieser Kamelstute. Wie hat er sie geprüft? Er hat nämlich gesagt, Lekum Shirbun, also ihr habt sozusagen einen Tag, wo ihr trinken könnt und sie hat einen Tag, wo sie allein an den Brunnen gelangen kann. Und das war für sie eine Herausforderung gewesen. Ich meine, man muss sich vorstellen, sie haben mit eigenen Augen gesehen, wie eine Kamelstute, ein Kamel, ein lebendiges Kamel plötzlich aus einer Felswand kommt. Deutlicher geht das nicht, also ein eindeutiges Zeichen. Wer dann immer noch verleugnet, den kann man nicht mehr helfen.
Und sie haben es darauf ankommen lassen. Und jetzt hat sie Allah geprüft mit dieser Kamelstute. Sie soll einen Tag trinken und sie kann einen Tag dann Wasser schöpfen. Und das war ihnen zu viel gewesen. Und jetzt berichtet Allah Ta'ala über das, was geschieht, um uns aufzuzeigen, dass Menschen, die sich gehen lassen, Menschen, die ihre Seele verkümmern lassen, dass wenn sie eindeutige Zeichen von Allah sehen, es ihnen nichts mehr bringen wird. Sie sind blind für alles, was von Allah kommt. Und deswegen sagt es Allah Ta'ala, كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا. Die Thamud erklärten in ihrer Auflehnung die Botschaft für Lüge. إِذِمْ بَعْثَ أَشْقَاهَا. Als der Unseligste von ihnen sich erhob. Es gab einen Mann aus diesem Volk, aus diesem Stamm, der sich dann erhoben hat und der gesagt hat, ich werde diese Kamelstute eigenhändig schlachten. Allahs Gesandter sagte zu ihnen, achtet auf Allahs Kamelstute und ihre Trinkzeit. Sie aber bezichtigten ihn der Lüge und so schnitten sie ihr die Sehnen durch. Das heißt, sie haben sie geschlachtet. Da schmetterte ihr Herr sie für ihre Sünde nieder und so ebnete er über ihnen die Erde ein und er, also Allah Ta'ala, fürchtet nicht die Folgen davon. Wie ist dann die Strafe der Thamud gewesen? Ein Schrei. Es war einfach nur ein einziger Schrei. Und sie wurden alle dem Erdboden gleich gemacht. Ein Schrei. Kann man sich gar nicht vorstellen, oder? Aber stellt euch mal vor, etwas richtig Lautes, was so laut ist, dass du daran zugrunde gehst. Das ist ihre Strafe gewesen, mit der Allah subhanahu wa ta'ala sie dem Erdboden gleich gemacht hat. Und Allah Ta'ala erinnert die Quraysh daran und erinnert uns daran und sagt uns, oh ihr Menschen, wenn ihr nicht aufpasst und wenn ihr euch nicht reinigt, dann werdet ihr irgendwann einmal so weit gehen, wie es die Thamud getan haben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren. Ich schließe ab, meine lieben Geschwister im Islam, damit, dass wir immer wieder sagen, und dass sich das auch immer wieder bewahrheitet, derjenige, der nicht an Allah glaubt, der wird irgendwann einmal keine Grenzen kennen. Das heißt nicht unbedingt, dass er immer geizig sein muss oder ähnliches. Nein, aber es wird für ihn keine feste Moral geben. Und deswegen, es gibt jetzt eine Jugendpartei, welche sich dafür einsetzt, dass man mit Kindern, also Minderjährigen, Geschlechtsverkehr haben darf und auch mit Leichen Geschlechtsverkehr haben darf. In Deutschland. In Deutschland oder Österreich war das gewesen, ja? Eine Jugendpartei, dass man mit Leichen schlafen kann. Eigentlich, wenn man sagt, es ist die logische Schlussfolgerung. Wenn du sagst Freiheit, wenn ich in meinem Testament schreibe und sage, ich möchte gerne nach meinem Tod, dass mein Ehepartner mit mir so und so oder meine Partnerin oder was ich wäre, diesen Geschlechtsakt haben darf, das ist doch meine Freiheit. Was spricht eigentlich dagegen? Mal ganz offen. Es beruht auf Einvernehmen. Das heißt, ich bin damit einverstanden. Wo ist die Grenze? Wer setzt die Grenzen? Wo sind die Grenzen? Was ist mit Inzest? Warum darf ich nicht mit meiner Mutter oder mit meiner Schwester oder mit meiner Tochter, ja, eine Beziehung haben? Was spricht dagegen? Wenn sie damit zufrieden ist und ich bin damit zufrieden. Ich zwinge sie nicht, sie ist schon erwachsen, ich zwinge sie nicht. Wo sind die Grenzen? Wer setzt die Grenzen? Jeder kann sagen, für mich ist die Grenze hier noch nicht gesetzt. Und dementsprechend, ihr seht, wie sehr wir als Menschen angewiesen sind auf eine Offenbarung, die uns sagt, was richtig ist und was falsch ist. Und Allah Ta'ala, er hat das uns eingegeben. Aber das Problem ist, dass der Mensch, wenn er seine Seele verkümmern lässt, irgendwann einmal nicht mehr nach seiner Fitra, nach dieser natürlichen Veranlagung urteilt, sondern nur noch nach dem, was seine Neigung ihm befiehlt. Und da ist alles möglich. Wenn es nicht die Offenbarung geben würde, die uns sagen würde, das ist richtig und das ist falsch. Allahu Ta'ala, a'la wa a'lam, möge Allah Ta'ala unsere Seelen reinigen und möge Allah Subhanahu wa Ta'ala uns diesen Kampf im diesseitigen Leben bestehen lassen, sodass wir zu den Erfolgreichen gehören. Allahumma ati nufusana taqwaha. وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها Oh Allah, wir bitten dich, dass du uns diesen segenreichen Monat Ramadan erreichen lässt und dass wir uns in diesem Monat reinigen können. Oh Allah, wir bitten dich, dass du uns die Kraft gibst, uns jetzt schon im Schaban auf diesen gesegneten Monat vorbereiten zu können. Oh Allah, vergib uns all unsere Sünden. Oh Allah, vergib uns alles,
was wir in unserem Leben falsch gemacht haben, wenn wir deine Grenzen überschritten haben, wenn wir unsere Neigungen befolgt haben. Oh Allah, gib uns die Kraft, unsere Neigung zu kontrollieren. Oh Allah, gib uns die Kraft, die Herausforderungen dieses Lebens zu meistern. Amin, ya Rabbil Alameen. Wa akhiru da'wana, anil hamdulillahi Rabbil Alameen.